Dort, wo andere Ferien machen, da arbeiten wir. Wir sind die ZDF-Korrespondenten für Österreich, Britta Hilpert und Wolf-Christian Ulrich. Wir sehen seit Jahren, wie sich die Alpen verändern, besonders in dieser Saison. Klimawandel, Gletscherschmelze, Umweltstress. Ich bin Skifahrerin und ich möchte einfach nur weiter Skifahren. Das muss doch möglich sein. Ich bin kein Skifahrer und ich frage mich, ob die Bergwelt nicht ohnehin schon zu sehr gelitten hat. Steht das Bergparadies auf der Kippe? Wir können nicht weiter einfach jeden Hügel, jede Fläche verbauen. Ich merke die Auswirkungen dieser Klimaveränderung. Ich will das eigentlich gar nicht. Und trotzdem reise ich ja in diesem Zirkus um die ganze Welt. Wie geht Winterurlaub trotz Klimawandel? Einer geht noch. Prost. Ballern. Ischgl, Start der Skisaison. War da was? Der ehemalige Corona-Hotspot ist wieder im Vollbetrieb. Krise ist hier kein Thema. Im Gegenteil. Ja, ich würde hier immer wieder hinkommen. Also ich kann das nur Leute empfehlen. Also hier ist es mega geil. Schöne Atmosphäre, gute Leute, das ist schön. Ich finde, alle haben ein bisschen Nachholbedarf. Also ist es eigentlich so wie in alten Zeiten. Wir haben schon so viele Krisen überstanden. Ischgl auf 1300 Metern. Wer hierher kommt, will Party und Skifahren satt. Wer hierher kommt, will die Krisen vergessen. Im Skiparadies steckt viel Arbeit. Sie feuern Schnee aus allen Rohren. Klimawandel macht Skifahren energieintensiver. Die Gäste wollen schon zum Saisonstart perfekte Pisten. Was kostet der Spaß? Wie wirken da Klimakrise, Inflation und steigende Energiepreise? Für einen Tag Ischgl gebe ich aus 67 Euro für den Tagespass. 55 Euro für die Skiausrüstung. Zwischen 130 und 530 Euro für das Doppelzimmer pro Nacht. Und für den Snack am Berg, zum Beispiel eine Wurst, 9,60 Euro. Und die ist ohne Jägermeister wohl kaum zu verdauen. Bei den Preisen haben die Gäste hohe Erwartungen. Und so geht nur ein bisschen Energie sparen. Keine Sitzheizung im Sessellift und gebremste Gondelfahrten. Mehr will er den Gästen nicht zumuten, erzählt mir Seilbahnchef Zange. Ende November arbeitet er noch mit Horrorprognosen. Preissteigerungen von 300 bis über 700%. Und trotzdem, an der Beschneiung will er nicht sparen. Ein Skibetrieb ohne Beschneiung, der funktioniert eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt so beschneie, dass der Gast auch keinen Komforteinbußen hat. Er sagte, ja, ich bezahle auch für den Skipass auch erheblich mehr als noch im letzten Jahr. Der Strom für Gondeln und Pistenbeschneiung in Ischgl entspricht dem Verbrauch von 5.600 Haushalten. Meist sei es Ökostrom, sagt Zangerl. Aber der Klimawandel, die Energiepreise haben auch seine Meinung geändert. Er kann sich jetzt hier Photovoltaik vorstellen, sogar Windräder. Auch in seiner Familie gibt es nun Debatten über Umwelt und Klima und wie der Aufwand zu rechtfertigen sei, erzählt er. Rechtfertigen kann man es damit, dass eigentlich, natürlich, wir brauchen Energie. Das, glaube ich, kann man auch gar nicht in Abrede stellen. Wir sind ein energieintensiver Sektor. Nur muss man schon auch sehen, was mit diesem Aufwand an Wertschöpfung in einer Region geschaffen wird. Seilbahnen und Schneekanonen geben in Österreich 17.000 Menschen Direktarbeit. Sie verbrauchen dabei 0,3% des Stroms.
relativ wenig. Sei das, meinen sie hier, auch weil Bergdörfer wie Ischgl ohne Skitourismus wohl aussterben würden. Ja, es würde für sehr, sehr viele Leute und Menschen im Tal bedeuten und auch in der näheren Region bedeuten, dass sie die Lebensgrundlage verlieren, dass sie, beinhart gesagt, auswandern müssten. Doch der Klimawandel ist nun deutlich spürbar. Diese Bilder gingen um die Welt. Und eine Zahl. 13 Pistentote zu Beginn dieser schneearmen Saison. Ein Rekord. Skifahren ohne gut gepolsterte Schneepufferzonen ist gefährlich. Die Winter kommen später und sind wärmer. Seit den 60ern ist die Temperatur in den Alpen um bis zu 2 Grad gestiegen. Und je nach Mikroklima hat das sichtbare Folgen für die Schneedecke. Geht Skifahren noch im Klimawandel? Es wird natürlich teurer werden, das steht außer Frage, denke ich. Aber ich würde es nicht verbieten wollen, also das wäre Unsinn. Es ist halt weniger Schnee, also man kann jetzt weniger irgendwie Rampen oder sowas fahren, weil die halt einfach nicht da sind. Sonntag war ja noch nicht so viel Schnee, da muss man tatsächlich schon ein bisschen anders fahren mit dem Kunstschnee, ne? Schnee gehört für viele einfach zum Winter dazu. Manche lieben ihn so sehr, sie wollen darin übernachten. Aber auch das Schneehotel ist kein Naturereignis, erzählt mir Michael Rothleitner. Auch dieser Schnee kommt aus der Kanone. Schneekanonen hätten zu Unrecht den Ruf, Klimasünder zu sein, sagt Rothleitner. Er ist Beschneiungsberater. Ein Vergleich soll zeigen, die neuen sind energiesparender. Genau, das ist die neue. Und das ist die alte. Effizienz muss sein, allein schon, weil die Tage unter Null weniger werden. Dann ist das Problem ja im Wesentlichen, dass die eigentlichen kalten Zeiten, in denen man beschneien kann, weniger werden. Und das bedeutet, wenn man effizient schneiden will, dass man in diesen kurzen Zeiten sehr viel Schnee produzieren muss. Das können die Neuen. Ihre Motoren und Rotoren sind moderner. Und so zeigen 20 Jahre Forschung Wirkung, meint Rothleitner. Weniger als die Hälfte von der anderen Maschine. Das ist die Entwicklung im Wesentlichen der letzten 20 Jahre. Der Energieverbrauch der Schneekanonen falle kaum ins Gewicht, meint er. Sie helfen, mit dem Klimawandel umzugehen. Das, was wir mit der Beschneiung ja vor allem tun können, ist einen verlässlichen Saisonbeginn sicherstellen. Das heißt, der Gast kann buchen, der Hotelier kann seinen Koch einstellen. Die einzelne Kanone braucht weniger Energie. Aber man braucht immer mehr von ihnen. Um die 70% der Pisten werden beschneit. Das kostet die Seilbahnen bis zu 20% vom Umsatz. Touristiker seien mindestens finanziell Leidtragende des Klimawandels, aber nicht nur, gibt er zu. Natürlich sind sie Täter, so wie jeder von uns Täter ist. Also ich glaube, dass wir Europäer, die Nordamerikaner auch, uns einfach im Klaren sein müssen, dass unser Energieverbrauch einfach nicht akzeptabel ist. Meinitz auf 1200 Metern. Geht Winterurlaub nur auf der Skipiste? Fragen wir Manuela Mandl. Sie gehört zu den weltweit erfolgreichsten Freeridern. Sie meint, die Alpen haben so viel mehr zu bieten. Winterurlaub geht auch ohne Ski. Also es muss nicht immer Skifahren auf der Piste sein. Es gibt auch ganz viel anderes. Und Rodeln gehört zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Manu Mandl gehört zu einer Gruppe von Athleten, die sich für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Wintersport engagieren. Protect Our Winters heißt die Organisation, verteidigt unsere Winter und die Alpen. Ich bin sehr konservativ, was irgendwie Skigebietserweiterungen oder Zusammenschlüsse betrifft. Also wir glauben, wir haben echt genug Struktur im Alpenraum. Wir brauchen immer mehr. Alpine Freiräume sind ohnehin schon angegriffen. So sieht es aus, wenn neue Seilbahnen und Hütten gebaut werden. An anderen Stellen sind es Wasserkraftwerke oder Speicherteiche. Der Bodenverbrauch, auch für den Wintersport, ist riesig. Auch wenn es an vielen Ecken noch wild aussieht, kein Gebirge der Welt hat so viel Infrastruktur und Skigebiete wie die Alpen.
Um Innsbruck herum sind über 20 Skigebiete. In Tirol sind es, ich glaube, knapp 100 Skigebiete. In Nordamerika hat man ein Skigebiet und dann fahrt man 1,5 bis 3 Stunden und dann kommt das nächste Skigebiet vielleicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt bewusst mit den bestehenden Naturräumen umgeht. Die Athleten von Protect Our Winters machen inzwischen international Druck. Sie fordern Klimaschutz auch im Profisport. Das schmelzende Polareis auf den Skianzug gedruckt, so machten US-Sportler bei der Ski-WM auf den Klimawandel aufmerksam. Kurz nach dem Wettbewerb übergibt der österreichische Skirennläufer Julian Schütter von Protect Our Winters eine Petition an die FIS, mehr für den Klimaschutz zu tun. Der Klimawandel bedroht unseren Sport existenziell und akut. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen, gibt es unseren Sport einfach bald nicht mehr. Über 400 Athleten haben unterschrieben. Die Klimaschutzdiskussion ist mitten im Profisport angekommen. Die größten Emissionen im Skiweltcup sind eindeutig Reiseemissionen. Die gilt es zu reduzieren. Dass man für die Wettbewerbe mehrmals in der Saison zwischen Nordamerika und Europa hin und her fliegen müsse, ließe sich organisatorisch vermeiden, sagen die Sportler. Doch solche Diskussionen möchte die FIS hier nicht öffentlich führen. Genau, hier wäre der Brief, wir würden gerne übergeben, aber ich glaube, es ist keiner da, der ihn entgegennehmen will, oder? Hallo. Darf ich da den übergeben, bitte? Vielen Dank. Dankeschön. Am Ende erbarmt sich die Kommunikationschefin. Zurück in Malnitz. Hier hat das Umdenken schon vor Jahren eingesetzt. Wie kann ein ganzer Skiort nachhaltig werden? Weniger Schnee, weniger Hype, weniger Gäste, das ist hier die Herausforderung, erzählt Peter Angermann vom österreichischen Alpenverein. Malnitz gilt ja als die Wiege des Alpinismus. Das ist da hinten der Ankogel, der ist 3250 Meter hoch. Der ist 1762 das erste Mal von einem Bauern aus dem Gasteinertal aus alpinistischen Motiven bestiegen worden. In den 70ern war in Malnitz noch groß was los. So feierte Kärnten den Après-Ski. Doch irgendwann zogen die Gäste in andere Skigebiete, die noch mehr Party und Pisten boten. Und in Malnitz wurde es still. Die Antwort auf die Krise fand Peter Angermann. Als Tourismusdirektor erfand er das Konzept vom Bergsteigerdorf. Sanfter Tourismus als Zukunftsmodell. Große Infrastruktur, Hotelinfrastruktur, so mit 300-400 Betten, ist der Bergsteigerdörfer ein No-Go. Außerdem ist der öffentliche Nahverkehr für die Gäste kostenlos. Und man heizt mit einem eigenen Biokraftwerk. Vor allem aber wirbt Malnitz für die Anreise mit dem Zug. Denn beim CO2-Fußabdruck im Winterurlaub entfallen rund 70% allein auf die An- und Abreise. Wer zum Beispiel von Mainz nach Malnitz fährt, erzeugt mit dem Flugzeug 269 Kilogramm CO2, mit dem Auto 140, mit der Bahn dagegen nur rund 50 Kilogramm CO2. Durch die Warnungen vor dem Klimawandel fangen die Leute wirklich an zu denken. Die Kinder sagen den Leuten schon, den Eltern, dass wir heuer mal nicht fliegen und dass wir heuer mal mit der Bahn fahren, auf Urlaub. Mit dem IC direkt auf die Piste, so reisen hier aber immer noch wenige Gäste. Also ich kann das Klimaticket nur empfehlen. Es ist viel besser, mit dem Zug zu fahren, als mit dem Auto. 2 Stunden später hat der Bahnfreund zunächst ein Date mit einem Lama und dann mit einem kühlen Bier. Stefanie Grischnick übernahm die Stockerhütte in Malnitz von ihren Eltern. Wenn sie nicht gerade in rauen Mengen Kaiserschmarren verteilt, bietet sie Lama-Wanderungen für die Touristen an. Es ist wichtig für den Ort, dass es jetzt nicht nur Skifahren gibt, sondern auch Alternativen. Eben das Rodeln, das Longlaufen, das Lama-Wandern. Das ist ein freilicher Preisthema, im Skiurlaub zu fahren. Und es soll einfach für jeden was dabei sein. Echt österreichische Lamas begleiten die Touristen durchs Tauerntal. Es gibt Abwechslung in den Alpen. Diese Malnitz-Botschaft hat auch Familie Zebitz aus Berlin-Spandau erreicht. Auch wenn man nicht Skifahrer ist, ich Skifahrer. Und deswegen hält sich das immer so die Waage, dass man auch wirklich sagt, man geht mal Skifahren oder wir gehen Skifahren und er macht was anderes. Und deswegen haben wir uns genau das hier ausgesucht, weil es so viele Möglichkeiten gibt, als Nicht-Skifahrer auch was zu machen.
Seefeld in Tirol auf knapp 1200 Meter. Snow Farming nennt man das. Den Schnee vom letzten Jahr haben sie über den Sommer gelagert. Nun hilft er, Loipen zu schaffen. Ohne das wäre auch sie kaum hier. Laura Dahlmeier kommt mit dem Hybrid aus Garmisch die knappe Stunde zum Training herüber. Eigentlich gilt das Seefelder Hochplateau als schneesicher. Doch jetzt, kurz nach Weihnachten, sind nur 2 von 20 Loipen geöffnet. Beide nur dank Snow Farming und Schneekanonen. Ich glaube, mittlerweile ist es leider relativ normal. Aber dass es so wenig Schnee hat, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Vor allen Dingen, wir hatten ja mal Schnee, aber jetzt ist er halt wieder weg. Seit Jahren beobachtet sie, wie der Schnee immer später kommt und immer schneller wieder weg ist. Und damit die Grundlage für ihren Erfolg als Athletin. Schon früh drehte sich bei ihr alles um Biathlon. Vielleicht um den Weltcup. Das sind halt so meine Ziele und so. 2017 gelingt ihr das und noch mehr. 5-mal Gold, 1-mal Silber bei der WM und der Gesamtweltcup-Sieg. 2018 erringt sie olympisches Gold, gleich 2-mal. Laura Dahlmeier ist eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen überhaupt. Ein Star im Skizirkus, eine nachdenkliche Athletin, die für viele spricht. Ich merke die Auswirkungen dieser Klimaveränderung. Ich will das eigentlich gar nicht. Und trotzdem reise ich ja in diesem Zirkus um die ganze Welt. Und ich will ja aber eigentlich was Gutes für die Umwelt, fürs Klima. Und darum leben die in so einem Zwiespalt. Seit sie 2019 den aktiven Wettkampfsport beendete, engagiert sie sich mehr gegen den Klimawandel. Denn auch im Sommer, beim Bergsteigen, merkt sie, wie sich die Berge ändern. Ich glaube, der Schorastgletscher. Das ist halt richtig graubraun. Genau, und da waren wir schon am Gletscher bei der Bergführerausbildung. Und es war echt schwierig, da im Juni überhaupt noch Eis zu finden. Wir haben echt weit drauf gehen müssen. Wenn man andere Regionen anschaut, da ist eben einfach unten gar kein Gletscher mehr. Jetzt steht man halt da. Natur bewahren und genießen wollen alle, doch hinfahren wollen sie auch. Wenn jeder kleine Schritte macht, dann hilft das schon, meint Laura Dahlmeier. Doch der Zwiespalt bleibt. Ich gehe gern langlaufen, ich gehe gern Skifahren, ich mache gern Skitouren, ich gehe Eisklettern und dafür braucht es kalte Temperaturen und einen Schnee. Mhm. Und wenn der von Haus aus, von Natur einfach nicht mehr da ist, ja, dann greift die Industrie da ein. Und es ist natürlich ein Riesensektor und es steckt sehr, sehr viel Geld dahinter. Also denke ich, man versucht, das ganze System so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Klimaschutz und Skifahren, beides muss möglich sein, meint Laura Dahlmeier. Es ist ihr Leben und das vieler Menschen. In Österreich hängen von der Skiindustrie Zehntausende Arbeitsplätze ab. Bei Fischer Ski sind es 560. Franz Föttinger zeigt mir die Bretter, die seine Welt bedeuten. Vom frühen Ski aus einem Holzstück der 30er bis zu Franz Klammers C4 Competition. Österreich damals 76 bei der Olympiade ist ja quasi jeder vor dem Fernseher gesessen und wollte das anschauen. Da war das ein nationales Ereignis, würde ich sagen. Ja. Und die Absatzmärkte waren entsprechend? Die Märkte waren mehr als doppelt so groß als global, als wir es heute haben. Ja. Früher hatte man eher ein eigenes Paar Ski. Das wollen sich heute viele nicht mehr leisten. Warme Winter kommen noch dazu, erzählt er. Besonders Langlaufski bleiben da im Lager. Der Absatz insgesamt stagniert. Inflation, Corona, Fachkräfte, Klimakrise. Was bestimmt seine Strategie am meisten? Langfristig ist es natürlich die Klimaerwärmung, die für uns ein Thema ist. Wenn es wärmer wird, wird Skifahren oder Sport auf Schnee natürlich zum Thema oder wird schwieriger. Und wir gehen schon davon aus, dass wir auch die nächsten 20, 30 Jahre noch sehr gute Winter erleben werden, auch in Mitteleuropa. Aber der langfristige Trend ist natürlich, dass es wärmer wird. Im Sacher in Seefeld hat man sich darauf schon eingestellt. Die Seele des Hauses ist Elisabeth Gürtler. Dann haben wir natürlich jetzt hier auch eine ganz tolle Schmuckausstellung. Luxus ist ihr Geschäft. Elisabeth Gürtler
ist elegant, detailversessen und penibel. Sie ist eine Grande Dame und wie das Hotel Sacher eine österreichische Institution. Bei ihr sind die Großen zu Gast, erholen sich von den Krisen der Welt. Und die Krisen beeindrucken das Luxussegment kaum, erklärt sie mir. Es sind nicht viele Gäste, die deswegen nicht kommen. Es waren manche, die ohnehin schon eher die, immer die einfache Zimmerkategorie genommen haben, damit sie nicht so viel zahlen für das Wohnen, aber trotzdem alle Annehmlichkeiten haben und den Spa haben. 4.500 Quadratmeter Wellness, 32 Grad Innentemperatur. 6 Millionen Euro kostete kürzlich die Verdoppelung des Spa-Bereichs. Ihre Gäste kommen vor allem hierfür. Die Schneelage draußen kümmert wenig. Service ist wichtiger. Fachkräfte ist sicher das allergrößte Problem. Wir mussten natürlich auch die Preise anheben. Wir haben sie insgesamt seit einem Jahr um 15% angehoben, weil die Personalkosten höher geworden sind. Wir kriegen gute Leute nur noch mit zu höheren Gehältern. Aber auch, weil die Energiepreise unfassbar gestiegen sind. Das Sacher spart. Leere Zimmer bleiben ungeheizt. Einer von vier Außenpools ist zu. Unter Rechnungsbetrag ist 6.107. Bezahlen Sie alles mit dieser Karte? Die Erwartungen sind so exklusiv wie die Preise, weiß Elisabeth Gürtler. Das Ehepaar Malström aus Berlin gehört noch zu denen, die Verständnis haben. Wir sitzen ja alle mitten in dieser Energie, oder nicht nur Energiekrise, aber auch in der sonstigen Krise. Und ich wäre aber auch bereit, das hinzunehmen. Und wenn der Service kleiner wird, dann ist das so. Glauben Sie, alle Gäste denken so wie Sie? Nein, das glaube ich nicht. Im Urlaub fällt es wohl jedem schwer, auf Angenehmes zu verzichten. Hallo, lieber Franz. Servus. Und Franz Hörl gehört zu denen, die meinen, dass das keiner muss. Der einflussreiche konservative Politiker meint, der Wintertourismus sei das Herz der österreichischen Wirtschaft. Die Piste ist unsere Produktionsfläche. Und keiner spricht über die dritte oder vierte Fabrikshalle, aber alle sprechen über Pisten. Skifahren sei kein Klimakiller, meint er. Der Strom dafür käme zudem meist aus Wasserkraft. Die Wintersaison verbraucht 2780 Gigawattstunden. Das sind 0,9% des österreichischen Stroms. Das mache doch im Klimawandel keinen großen Unterschied. Nach unseren Prognosen fahren wir im Jahr 2050 genauso Ski wie heute. Es wird sich die Schneefallgrenze um ungefähr 200 Höhenmeter verschieben. Das haben wir locker im Griff. Weiter so ist seine Devise. Eberstein in Kärnten auf 580 Metern. Heute reden alle vom Klimaschutz. Das Biolandhaus Arche in Kärnten macht schon seit knapp 40 Jahren vor, wie das auch im Winterurlaub geht. Willkommen in Österreichs erstem Öko-Hotel. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, er segne dieses Haus. Und alle, die gehen hier ein und aus, mögen wir ein gesundes, erfolgreiches, liebesvolles Jahr erleben. Gastwirt Ilmar Tessmann segnet sein Hotel für die Gäste und für die Wintersaison. Stolz zeigt er uns sein Haus. Das ist jetzt quasi hier ein Lehmbauzimmer. Lehm ist ja der beste Baustoff überhaupt sozusagen. Es speichert sehr gut die Luftfeuchtigkeit und gibt sie sehr langsam in den Raum wieder ab. Holz, das atmet ja auch, es reduziert deinen Herzschlag, du schläfst besser. Seit Ende der 80er gibt es hier schon eine Solaranlage. Bei Schnee hilft regionale Ökoenergie. Was heute Trend ist, hatten die Tessmanns schon damals im Blick. Und da sieht man so ein bisschen die Entstehung des Hauses. Das ist ja ein besonderer Moment gewesen hier, ne? Ja, also wir sind das erste Hotel in Österreich, das ein Umweltzeichen bekommen hat, das österreichische Umweltzeichen mit der Nummer 001. Und darüber sind wir also bis heute doch noch stolz. Wir haben auch eine Aufgabe zu erfüllen, dass die Region lebenswert und liebenswürdig und überlebensfähig bleibt. In der Küche kochen sie vegetarisch.
Es war eine Grundsatzentscheidung meiner Mutter vor fast 40 Jahren. Ja, da waren wir ziemlich die Ersten. Also quasi, man hat sich auch einiges anhören müssen, vom Körnelfresser bis werden die Leute überhaupt satt und so weiter. Und heute sieht man in der Klimadiskussion, dass es natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns wieder mehr vegetarisch ernähren. Denn kein Fleisch bedeutet deutlich weniger CO2. Die Gäste kommen deshalb. Ich esse seit 30 Jahren kein Fleisch und ich finde kein Hotel so wie dieses, wo man so gut verköstigt wird. Ein klimabewusstes Hotel, darauf legen die Gäste großen Wert. Manche sind von weit her mit dem Zug angereist. Ich fahre dann schon 12 Stunden mit dem Zug, bis ich hier bin. Und der Schweiz durch den Vorarlberg zu fahren, das hat auch schon Ferienqualität, sage ich jetzt mal da. Der CO2-Fußabdruck einer Hotelübernachtung berechnet sich unter anderem aus dem Energieverbrauch des Hotels, Wäsche, Wasser, Abfall und natürlich dem Lebensmittelangebot. In einem normalen Hotel verbraucht ein Gast rund 19 Kilogramm CO2 pro Tag. Im Biolandhaus Arche dagegen nur 6,5. Das ist in Österreich rekordverdächtig wenig und hat sich herumgesprochen. Auch bei den Heilpraktikerinnen, die hier in der Schneelandschaft ein Seminar abhalten. Sie suchen Heilung und Kraft. Hier ist es abgelegen, es ist still und es geht um Sein, nicht der Action, Action. Hier, wir dürfen wirklich in die Hingabe kommen und in dem Sein und Raum geben zum Runterfahren. Ja, und das ist heilsam, es tut sehr gut. Dass solche Seminare gleich wochenweise Zimmer buchen, kommt Tessmann zu Pass. Auch er spürt, die Aufenthaltsdauer der Gäste sank wie in ganz Österreich von 5,2 auf 3,6 Tage. Was früher 14 Tage waren, sind jetzt 10 Tage. Was früher 5 Tage waren, sind jetzt 3 Tage. Die Seminare bescheren ihm darüber hinaus das ganze Jahr über Gäste, unabhängig von der Saison. Und das ist für viele Hotels der Knackpunkt. Überleben ohne Schnee. Die Seminare sind gut planbar. Ja, danke vielmals. Etwa 40% der Umsätze gehen bereits in diesen Seminarbereich hinein. Und wie gesagt, ich schaffe es mittlerweile, es übers ganze Jahr zu verteilen. Das Öko-Hotel hat einen unique selling point. Es ist klimafreundlich und wird so von der Skisaison unabhängig. Geisau Hintersee auf 740 Metern. Das Hunderennen war schon 3 Wochen zuvor geplant. Doch erst jetzt liegt genügend Schnee in Hintersee. Für das 450-Seelendorf ein großes Ereignis. Im Zieleinlauf treffe ich Albert Ebner und Rosi und Franz Kläuber. Die beiden sind Hobby-Meteorologen. Seit Jahrzehnten macht ihre Familie Wetteraufzeichnungen. Also wir haben ja früher viel mehr Schnee gehabt und länger Schnee, bis im Mai rein. Wir machen das jetzt über 25 Jahre und was man feststellen kann bei uns hier in Hintersee, ist, dass sich auf die Klimaerwärmung insofern auswirkt, dass die Temperaturen nach oben gehen und sich die Neuschneemengen leider doch verringern. Es braucht nun solche Events, meint Albert Ebner. Ihm gehört das einzige Hotel am Ort. Der Schnee ist zu unzuverlässig, um die Gäste herzulocken. Auch seine Familie hatte einige Klimawandel-Krisensitzungen, erzählt er. Machen wir den Betrieb kleiner oder investieren wir, werden wir größer? Und wir sind gegen den Trend geschwommen und haben gesagt, wir versuchen es, wir probieren es, wir haben ein Konzept dahinter. Und das hilft, so ein Event. Denn die 8 Lifte des Skigebietes stehen seit dieser Saison still. Missmanagement und Klimawandel machten den Betrieb unwirtschaftlich. In der Region haben einige die Konsequenzen gezogen. Das Hotel Alte Post ist geschlossen. Der Winter machte sogar Minus. Der Sommer konnte es kaum ausgleichen. Schluss nach 300 Jahren. Bei Albert Ebner hingegen
Hochbetrieb am Hunderennentag. Die ganze Familie packt mit an. Ohne ihren Segen hätte er wohl nicht investiert, erzählt er. Die Summe will er nicht nennen. Es sind wohl Millionen für Chalets mit Sauna und Tiefgarage. Er setzt jetzt auf Ganzjahresbetrieb, ob mit oder ohne Schnee. Er hofft, dass er sich noch rechtzeitig umgestellt hat. Wir gehen davon aus, dass wir hier unser Jahresangebot mit Skifahren und auch ohne Skifahren machen können. Es wird sicher auch Skigebiete geben, die wahrscheinlich aufhören und in dieser Lage sind, wo man nicht weiß, kommt Schnee, kommt nicht. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, dieses zu kalkulieren. Also muss man sich in eine andere Richtung bewegen. Die Zahl der schneesicheren Skigebiete sinkt in Österreichs Alpen. 2007 waren es noch 200. Bei bis zu 2 Grad Erwärmung bleiben wohl nur 115. Bei bis zu 4 Grad Erwärmung nur noch 47. Wenn Schnee liegt, verleiht Albert Tourenski. Wenn nicht, bietet er Fahrräder an. Vielleicht, so hofft er, läuft der Lift nochmal, aber zentral ist der nicht mehr. Er war früher zentral, ja, aber wird in Zukunft, wenn ich mir das Modell von mir so vorstelle, wird es wahrscheinlich ein Teil unseres gesamten Angebotes über das ganze Jahr sein werden. Ja. Skier Days, wie man sagt im Fachjargon, werden wahrscheinlich bei uns durch den Klimawandel weniger werden. Also von 110 gehe ich einmal davon aus, dass es, ja, das wird zwischen 60, 80, 90 Tage sich einwendeln. Lifte rentieren sich erst, wenn sie mehr als 100 Tage laufen. Hintersee muss also erstmal ohne klarkommen. Und ich auch. Früh geht es auf den Berg ohne Lift mit Anita Bitterlich und Gerd Frühwirth vom Salzburger Alpenverein. Sie sind perfekt ausgerüstet. Was ist das? Ein LVS. Das ist die Abkürzung für lawinenverschüttetes Suchgerät. Und das hat man immer dabei, wenn man sich im freien Gelände bewegt. Vorsicht ist geboten, meint sie, auch wenn wir die alte Piste hochgehen. Von weiter oben sieht man Deutschland und einen Gletscher, der nicht mehr ist. Unterhalb dieser drei Gipfel, und da sieht man eine Spitze, das ist die Watzmann-Jungfrau. Da ist das Watzmann-Kar, und am Schluss dieses Kars war ein Gletscher, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten abgeschmolzen ist. Die Zeitfenster werden immer knapper, wo man wirklich gut Skifahren kann. Wir haben uns einfach darauf eingestellt, wir fahren dann, wenn es geht. Tourenski ist im Trend. Pause auf der Latschenalm. Mit Schneeschuhen kam Winfried Herbst vom Naturschutzbund her. Das warme Wetter ist ein heißes Thema. Winfried meint, der Mensch belaste die Alpen insgesamt schon zu viel. Ich glaube, wir sind schon über die Grenzen gegangen, die uns gut tun und die unserem Gebirge und unserer Natur gut tun. Wenn es darauf hinausläuft, wie es in dieser Saison in der Gaissau funktioniert, dass dadurch, dass ein kleines Skigebiet zusperren muss, für den Skitourengeher Raum geschaffen wird, dann begrüße ich das. Jeder will was Eigenes von den Bergen. Tourenski, Alpin, Naturidyll, das wird hier klar. Nur eines fehlt. Ein gemeinsamer Weg. Es gibt eigentlich nie die Überlegung, dass man sich zusammensetzt und sagt, wohin wollen wir denn? Ist das eine gute Entwicklung? Auch wenn alternative Energien eingesetzt werden für Lifte, indem man Windräder baut und so weiter. Lifte verschönern keine Berge. Nun werden auch Windkrafträder gebaut, um sie zu betreiben. Es bleibt ein schwieriger Weg zum umweltfreundlichen Skitourismus für jedermann. Und er wird wohl kein so schönes Ende finden wie unsere Tour. So, dann bitteschön. Geschafft. Skitouren werden wohl nie ein Massensport. Es war anstrengend, aber es war schön. Ich kann es empfehlen. Wenn man dann oben ist, hat man sich den Berg auch erarbeitet. Ja. Genau. Man ist richtig stolz und zufrieden. Ja, man hat es geschafft und darf sich auf die Abfahrt freuen. Genau. Den Berg hat man erst bezwungen, wenn man wieder sicher unten ist. Weniger ist mehr, erlebe ich hier.
Die eine Abfahrt ist dann eben besonders schön. Sulden im italienischen Südtirol auf 1906 Metern. Direkt am Fuß des Ortlers besuchen wir Reinhold Messner. Die Jacks im Hof erinnern an große Abenteuer im Himalaya. Messner ist Legende. Der Bergsteiger kämpft seit Jahrzehnten für einen respektvollen Tourismus in den Alpen. Die schönsten Stellen in Südtirol sind nicht mehr ansehnlich, weil einfach da Hunderte von Leuten täglich sind, die nur die Landschaft fotografieren und glauben damit, die Landschaft mitgenommen zu haben. Die jungen Leute kommen in die Alpen, aber sie wollen Fun haben, sie wollen den Kick haben, aber nicht die nachhaltige Form des Erlebens der Natur. Messners Mantra: Reduktion. Mit wenigen Hilfsmitteln höchste Gipfel erklimmen. Diese Reduktion aufs Wesentliche fordert Messner auch für den Tourismus in den Alpen in unzähligen Vorträgen und Büchern. Ich würde Ihnen gerne aus Ihrem Buch vorlesen. Rettet die Alpen, vor 20 Jahren geschrieben, auf eine weitere Erschließung der Hochgebirgsregion für das reine Freizeitvergnügen. Skifahren, Wandern, Biken und Klettern muss verzichtet werden. Würden Sie es heute noch mal genauso sagen? Also ich würde das wiederholen, genauso. Die wichtigen Sachen, die wir jetzt zu bewältigen haben in den Alpen, ist die Verteilung unserer Gäste. Wir haben an einigen Stellen viel zu viele, an anderen Stellen zu wenige. Hier sind es gerade zu viele. Rushhour im 2 Stunden entfernten Gröden, einer der bekanntesten Skiorte von Südtirol. Ohne ihn wäre hier längst das Chaos ausgebrochen. Schwerer Verkehr, obwohl der öffentliche Nahverkehr für die Hotelgäste kostenlos ist. Mehr geht nicht mehr. Deshalb hat Südtirol jetzt einen Bettenstopp. Nur noch in Ausnahmefällen sollen neue Hotelbetten genehmigt werden. Nils Demetz, Sprecher der Grödner Hoteliers, findet das in Ordnung. Also wir in Gröden arbeiten schon lange an einer Strategie, eben, um den Tourismus richtig nachhaltig zu gestalten. Und da gehört natürlich auch die Frage dazu, wie viel ist tragbar und wie viel soll noch dazukommen. Mit dem richtigen Verwöhnprogramm und genug Abwechslung seien die Hotels das ganze Jahr über ausgelastet. Die Gäste bleiben im Schnitt 5 Tage, also recht lang. Das ist insgesamt nachhaltig, bedeutet aber auch, der Winterurlaub wird exklusiver, heißt teurer. Exklusivität ist sicher eine nachhaltige Schiene, weil Quantität eben begrenzt ist. Und ich denke auch, dass wir eben über diese Exklusivität in Zukunft eben das Wachstum erzielen müssen und werden auch. Und natürlich wird es die ein oder andere Preissteigerung bringen und auch brauchen. Aber ich glaube, im Grunde profitieren dann alle davon, Gäste, die einheimische Bevölkerung eben und auch die Wirtschaftstreibenden. Doch der Pistenluxus macht die Gegend für junge Einheimische unbezahlbar. Im Nachbardorf St. Cassian sehen wir edle Neubauten, teure Ferienwohnungen für die Betuchten. Keine Zukunftslösung, meint Grünen-Politikerin Elide Musner. Die Immobilienpreise steigen, sind in den Sternen mit über 10.000 Euro pro Quadratmeter. Die Touristen, die von außen, die ins Tal kommen, die investieren auch gerne hier bei uns. Aber dann entsteht diese Entfremdung zwischen lokaler Gesellschaft, lokaler Bevölkerung und den Touristen. Wer hier aufwächst, kann finanziell oft nicht mithalten und zieht weg. Ohne Touristen sei im Ort inzwischen Totenstille. In der Nebensaison, da passiert gar nichts. Also das sind zum Beispiel Orte wie St. Cassian, könnte man sagen, ausgestorben. Oh my, my, my. Mehr los ist dagegen auf der Piste. Dieser Slalom gehört zu den weltweit bekanntesten Weltcup-Pisten. Hier wollen sie 2029 die Ski-WM abhalten, direkt am Langkofel. Unterwegs mit Rainer Sesona, einem der profiliertesten Rennleiter im Skizirkus und treibende Kraft hinter der WM-Kandidatur. Wann soll es losgehen?
Was hier kommt, ist einfach, das ist ein Umbau. Hier wollen wir die ganzen Medienstrukturen reinbauen. Ja. Hier unterirdisch sollen auch Parkplätze entstehen. Im Sommer grün, im Winter Schnee und weiß und die Autos alle verschwinden. Gröden will eine nachhaltige WM bieten und damit Zeichen setzen. Wir sehen ja tagtäglich auch unsere Verkehrsprobleme. Die Leute sollen von den Hotels direkt mit den Bahnen zu unseren Rennen kommen und dann, nachdem sie dort fertig haben, von dort wieder zurück mit den Skiern in die Hotels. Gröden hat eine große WM-Geschichte. Mancher erinnert sich noch an 1970, als hier eine gewisse Rosi Mittermeier durchstartet. Rosi Mittermeier aus Reit im Winkel trainiert seit gestern wieder. Ein Fernsehzentrum bietet in zwei Studios mehr, als so mancher deutsche Reporter von zu Hause gewöhnt ist. Das perfekte Wintersport-Event wollen sie jetzt in grün. Schlagendes Argument in Zeiten des Klimawandels, eine schneesichere Piste. Wir stehen hier auf 2250 Meter. Wir sind sehr hoch. Und deshalb, das könnte uns die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte retten. Kosten, Klima, Umweltschutz. Weil große Sportevents längst kritisch beäugt werden, erklärt Herr Sesoner die Nachhaltigkeit zur moralischen Pflicht. So seien Pisten und Infrastruktur ja seit Jahren schon vorhanden. Wir haben hier alles. Wir haben die Skipisten, wir haben die Lifte, wir haben alles. Und deshalb, das ist für uns nachhaltig. Elide Mussner sieht das völlig anders. Sie hat dafür gesorgt, dass sich ihre Gemeinde nicht an der WM-Kandidatur beteiligt. Wir sind da in einem sehr guten Beispiel von Greenwashing, würde ich sagen. Denn auf einer Seite wirbt man mit Nachhaltigkeit, aber man hat einfach noch nicht verstanden, dass eine Massenveranstaltung mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun hat. Aber wie geht Skitourismus nachhaltig? Gröden funktioniert das ganze Jahr über, begrenzt die Betten, will Qualität statt Quantität und eine nachhaltige Ski-WM. Elide Mussner reicht das nicht. Sie fordert eine andere Haltung zum Bergurlaub. Die Menschen kamen vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren im Gardasal zu uns, einfach nur um zu wandern. Wieso geht das heute nicht mehr? Wieso braucht man Downhill für Mountainbikes? Man braucht Skipisten im Winter. Kann man einfach die Natur genießen, auch ohne Infrastruktur? Vielleicht, weil viele das so wollen. Die Unterhaltung, das Adrenalin, den Schnee. In Zukunft, meinen Experten, profitieren nur noch die größten und höchsten Skigebiete. Die anderen kämpfen ums blanke Überleben. Reinhold Messner meint, die Gäste haben es jetzt in der Hand. Der längere Aufenthalt im Gebirge wäre ein Schlüssel zum sauberen Tourismus. Das Wandern ist die ideale Möglichkeit, sich zu erholen, sich ins Gebirge hinein zu begeben. Denn nur in der Geschwindigkeit des Fußgängers kann ich die Anstrengung verstehen, kann ich den Berg plötzlich einigermaßen abschätzen, wie groß der ist. Ich bin überzeugt davon, dass der Alpentourismus nicht sterben wird, im Gegenteil. Er wird sogar noch wachsen, wenn wir Angebote schaffen, die nicht auf Kick aus sind, sondern auf Nachhaltigkeit. Diese Skisaison hat alle aufgeschreckt. Der Klimawandel verändert die Berge, den Wintersport und den Tourismus. Es gibt kein Weiter-so. Es wird weniger Skigebiete geben. Und die, die weitermachen, werden teurer. Am Ende entscheiden die Gäste, wie sie die Alpen erleben wollen. Und ob sie die Berge in Zukunft so nehmen, wie sie sind. Großartig und unberechenbar.